Anfang März fand in Berlin zum 7. Mal die DENEF-Jahresauftaktkonferenz statt. 300 Teilnehmer diskutierten einen Tag lang mit 15 hochkarätigen Rednern das Thema Erste Wahl Energieeffizienz im entscheidenden Wahljahr 2017. Meine Erwartung an die Jahresauftaktkonferenz der DENEF in diesem Jahr ist, dass es die beste aller Zeiten wird, genauso wie die davor und die davor und die davor und die davor. Ich bin heute zur Jahresauftaktkonferenz der Unternehmensinitiative Energieeffizienz gekommen, weil es wichtig ist, in diesem Jahr die Zeichen für die Energieeffizienz zu setzen. Der Benefit für uns als Thermondo ist zweigeteilt. Zum einen zeigen wir einfach eine Präsenz. Wir zeigen einfach, dass wir Teil der Energieeffizienzfamilie sind. Und zum Zweiten treffen wir einfach viele Akteure aus dem Markt. Die erneuerbaren Energien haben es ein bisschen einfacher. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Familie hier zusammenhalten und uns austauschen. Herzlich willkommen, Andreas Kuhlmann. Wie immer war die Konferenz auch Innovationsschaufenster der Energiewende. So wurde auch in diesem Jahr der begehrte Energieeffizienzpreis Perpetuum vergeben. Dazu haben 10 Finalisten ihre Innovationen bei der Konferenz in 5-minütigen Elevator-Pitches einer hochkarätigen Jury präsentiert. Ja, ich komme immer sehr gerne zum Perpetuum-Effizienzpreis. Auch in der Jury erkennt man, dass es immer mehr Potenziale gibt. Man denkt, man hat schon mal alles gesehen und dann stellt man fest, es gibt doch noch wieder neue Technologien, auch altbewährtes, was dennoch effizienter werden kann. Und das ist genau das, was ich sehr, sehr gut finde. Also wir haben heute bei den Pitches für den Perpetuum Energieeffizienzpreis einen Eindruck von sehr gut vorbereiteten, sehr vielseitigen Bewerbern gewonnen. Die sind in ihrem Thema alle sehr, sehr gut und wir sind auch in der Jury beeindruckt, dass aus so vielen verschiedenen Bereichen Energieeffizienzlösungen kommen, also ganz digitale Lösungen, sehr industrielastige Lösungen, Weiterentwicklungen, effizientere Maschinen. Auch war die JAG 2017 wieder Ort für inspirierende Impulse und zukunftsweisende Diskussionen. Ich freue mich, hier zu sein, dabei zu sein bei einer Veranstaltung, die mir als Unternehmer, als Manager die Möglichkeit gibt, meine tägliche Arbeit, das, was mich jeden Tag in meinem Beruf bewegt, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich glaube, dass jeder von uns im Kleinen relativ viel erreichen kann, indem er erstmal guckt, wie er selber heizt, wie seine Fenster aussehen, was er für einen Kühlschrank hat, aber es geht ja noch viel weiter darüber hinaus und das sind alles Dinge, die die DENEF in den letzten Jahren sehr nach vorne gebracht hat. In angenehmer, offener Atmosphäre konnten die rund 300 anwesenden Entscheider aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik locker ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, das Netzwerk weiter ausbauen. Abgesehen davon ist es immer schön, hier viele Leute zu treffen, viele Leute aus der Branche, aus anderen Bereichen, die mir Input geben können zu dem, was sie jeden Tag versuchen umzusetzen in unserem Unternehmen. Und auch die Politik war gerade im Wahljahr 2017 wieder prominent vertreten. Energieeffizienz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende und gleichzeitig natürlich eine große Chance für viele Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Insofern begrüßen wir auch das große Engagement von DENEF. Es ist ein Riesenfortschritt für die Energieeffizienzdebatte, für alle, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. So wurden weitere Brücken zwischen Energieeffizienzunternehmen und politischen Entscheidern gebaut. Wir haben 4 Punkte, über die wir sprechen wollen. Der erste Punkt ist Efficiency First. Energieeffizienz ist, das hat ein Abgeordneter mal so genannt, ist immer ein leerer Kompromiss. Das heißt, es finden alle gut, aber wenn es dann konkret wird, gibt es relativ wenige, die dann sowohl im politischen, wie aber auch im privaten, wie im volkswirtschaftlichen, dann ganz konkret zu Maßnahmen greifen. Und ich glaube, wir müssen noch stärker auch als Effizienzbranche Erfolgsgeschichten erzählen. Energy efficiency is the first and most important resource we have to exploit better. Also wenn ich gefragt werde, was die diesjährige JAG ausgezeichnet hat, dann ist das, finde ich, eine unglaublich positive Stimmung. Trotzdem wir uns im Wahljahr befinden oder gerade weil man hat eine Aufbruchstimmung im Markt gemerkt, man weiß auch, unsere Mitgliedsunternehmen und diejenigen, die mit dem Gedanken spielen beizutreten, wissen, wie wichtig es ist, gerade in diesem Jahr das Thema Energieeffizienz prominent zu besetzen und anzuspielen. Und was nicht vollkommen neu ist, aber noch nie so stark war wie in diesem Jahr, ist die
Internationalisierung bei den Gästen, auch bei den Pitch-Teilnehmern. Und das hat sich nicht zuletzt darin gezeigt, dass wir heute einen Jurypreisträger haben, der eben nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Finnland. Und das finde ich ganz großartig, weil es eben auch zeigt, Energieeffizienz macht eben nicht an nationalen Grenzen Halt, sondern ist ein europäisches Thema, ganz wesentlich. Und wenn man da grenzüberschreitend zusammenarbeitet, kriegt man einfach großartige Dinge hin. Das Feedback der Teilnehmer war so positiv, dass wir uns entschieden haben, auch 2018 wieder die beste JAK aller Zeiten für Sie zu veranstalten. Merken Sie sich den 20. Februar 2018 schon mal im Kalender vor. Oder melden Sie sich am besten gleich unter www.denef.org/JAK2018 an.